Sehr fürstlich sieht dieser Mann hier aus. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass er auch ein Fürst war. Philipp der Erste, auch genannt Philipp der Großmütige, war bis 1567 Landgraf der Landgrafschaft Hessen und ein großer Unterstützer der Reformation. Er suchte sich Verbündete, um die Reformation weiter auszubreiten. 1524 erließ er eine neue Polizeiordnung, die auf den Gedanken der Reformation fußte. Später gründete er den Torgauer Bund und 1531 den Schmalkaldischen Bund. Das war ein Verteidigungsbündnis verschiedener Fürsten, die die protestantische Konfession inzwischen angenommen hatten und die sich zugesichert hatten, wenn uns jemand angreift, dann bekommen wir Unterstützung von euch oder eben auch andersrum. Das Ganze hielt auch bis 1546, 1547 und dann wurde dieses Verteidigungsbündnis zerschlagen vom damaligen deutschen Kaiser Karl V.